Warum sind in Amerika viele Leute übergewichtig und manche nicht? Und ich will gar nicht erst auf übermäßigen Fastfood-Konsum eingehen. Die Sache ist meiner Meinung nach die: Es ist generell gar nicht so einfach, in Anführungszeichen, gute, gesunde Lebensmittel zu kaufen. In vielen Lebensmitteln findest du unter anderem Massen von Zucker, High Fructose Corn Syrup habe ich selbst schon in Hackfleisch gefunden, Yeast-Extrakt, nur ein anderes Wort für Glutamate, BHT in Cereals und Farbstoffe. Das Brot, was man hier findet, kann man auch nicht mit deutschem Brot vergleichen. Mal abgesehen von Zucker, High Fructose Corn Syrup, findet man auch Dough Conditioner, Aluminiumphosphat und andere Nettigkeiten in den Inhaltsstoffen. Dosensuppen-Inhaltsstoffe lesen sich wie Dinge aus dem Chemiebaukasten. Natürliche Geschmacksstoffe sind nicht natürlich. Du musst schon genau wissen, was die einzelnen Inhaltsstoffe auf den Lebensmitteln bedeuten, um etwas zu finden, was du guten Gewissens essen kannst. Denn hier dürfen in den Lebensmitteln Dinge drin sein, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Wir kaufen nur noch Organic-Haferflocken, die glyphosate-free sind. Das ist der Inhaltsstoff in Roundup, ein Unkrautex-Mittel, das zur Ernte eingesetzt wird. Soll krebserregend sein und fällt, glaube ich, unter die Forever Chemicals. Und Gemüse ist auch nicht gleich Gemüse. Google mal Dirty Dozen oder Clean 15 nach. Das Gemüse, was ich nicht selber anbaue, kaufe ich nur auf Farmersmärkten, direkt vom Biobauer oder bei Whole Foods. Und da auch nur noch Bio. Whole Foods ist meiner Meinung nach auch die beste und bestbestückte Anlaufstelle für Organic- bzw. Bio-Sachen. Und trotzdem gilt es, Labels lesen. Denn auch wenn Organic draufsteht, muss es nicht komplett Organic sein. Es können sich unangenehme Inhaltsstoffe einschleichen, die nichts im Essen zu tun haben sollten. Es ist verlockend, in ein Steak-Restaurant zu gehen und ein komplettes Essen mit Steak, Fritten, Gemüsebeilage und unbegrenztem Brot, Suppe oder Salat zu bekommen für unter 17 Dollar. Aber mal ehrlich, wie sollen Qualität und Preis da zusammenpassen? Grass-fed-Fleisch kann bedeuten, dass die Kuh mehr Gras gefressen hat. Ansonsten Mais und andere Sachen. Es muss 100% Grass-fed draufstehen oder Grass-fed, Grass-finished. Organic heißt nur, dass das Tier kein GMO-Zeug zu fressen bekommen hat und bessere Lebensumstände hatte. Und dann gibt's da ja noch die Sache mit den Hormonen und Antibiotikern. Ich hatte jahrelang Probleme, Sachen zu finden, die ich vertragen habe. Magenprobleme, aufgeblähter Bauch und Durchfall haben mich ständig begleitet. Ich habe immer wieder neue Allergien gegen Dinge bekommen. Seitdem ich genau darauf achte, was ich esse, sind diese Probleme so gut wie weg. Ich esse auch mal einen Burger unterwegs, aber das vielleicht einmal im Monat. Viele Amerikaner haben auch nicht die Zeit, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Sie sind Multijobber und sprinten von einem Job zum anderen und schieben sich unterwegs mal hier ein Sandwich ein oder da mal einen Burger. Viele haben auch einfach nicht das Geld, die gesünderen Lebensmittel zu kaufen oder haben nicht die Zeit, selber zu kochen oder wissen auch nicht wie. Ich habe von vielen gehört, die in den USA Urlaub gemacht haben, die, obwohl sie nicht viel anders als in Deutschland gegessen haben, zugenommen haben. Und zwar ziemlich deutlich. Mein Mann hat hier fast 40 Kilo zugenommen. Seitdem ich darauf achte, was ich kaufe und koche, hat er in den letzten 3 Monaten knapp 20 Kilo abgenommen. Vielleicht interessieren dich diese Videos auch. Bis dann.